Talentschule Suselva soll eine innovative und moderne Schule für die Suselva sein. Sie soll vor allem durch das gesamte Paket auch überzeugen. Das heißt, wir werden uns fortlaufend Gedanken machen, wie wir die Athletinnen, Sportlerinnen und Sportler, die auch Musikerinnen und Musiker, die bei uns sind, bestmöglich begleiten können, damit sie in ihren Zielen weiterkommen und schlussendlich auch das machen können, was ihre größte Leidenschaft ist. Da ist es eigentlich sehr gut, zum Beispiel Mathearbeiten, alles analog, in Deutsch eigentlich alles digital. Und ja, also ich finde das gerade gut so, 50-50, ich mache eigentlich beides gerne. Also nur wenn il magis vom Stevenus in schönen Rumpftraining, wirklich trainieren das Muskeln der Bänder, et quei als mir per tot Sport sa si der va quel fit spielen, also quei dire ti brutal, ru shock e ad af plus es un poli Sport brutal lunch con quei trainament, et es nus mies nus bo in profi Sport in Nigeria, wenn us tini na brutal buna Grundlage muss wenn. Als Koordinator bist du an der Talentschule eigentlich die Schnittstelle zwischen Talentbereich, Schule, Elternhaus. Im Zentrum steht immer der Schüler und ich möchte sagen, wenn es dem Schüler gut geht und es kein Problem gibt, dann braucht es mich nicht. Am besten ist eigentlich, wenn es ohne mich laufen tut. Ich komme eigentlich dann rein, wenn man wirklich Handlungsbedarf hat. Und eine Aufgabe sehe ich dort natürlich auch, dass ich vielleicht interveniere, bevor es zu einem Problem kommt, um zu schauen, dass man das ja, vermeiden kann. Talentschule Suselva gibt uns Musiker und Musikerinnen brutal viele Möglichkeiten für unsere Zukunft. Einmal haben wir zum Beispiel die Workshops, das Theatermodul und das Tanzmodul. Dort kriegen wir von verschiedenen Personen Einblick, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Ebenfalls wie hier im Hintergrund haben wir ein Konzert in der Postremise. Das ist mega cool, wenn wir so schulische Events haben und dann unsere Talente zeigen können. Talentschule Suselva arbeitet viel digital. Somit sind sie mit der digitalen Lernplattform Moodle zusammenarbeiten. Wie schon gesagt, das ist eine Lernplattform, wo wir den ganzen Lernstoff drauf haben. Somit, wenn wir mal einen Tag verpassen, können wir dort alles nacharbeiten. Wenn ich mal Fehler wegen Training oder Trainingslager, Wettkampf, kann ich Moodle einfach über Absenzen die Absenz eingeben. Zum Beispiel nächste Woche habe ich ein Trainingslager. Dann gebe ich einfach meinen Namen ein, das Datum, wo ich fehle, welche Uhrzeit, von wann bis wann. Und dann muss ich warten, bis ein Lehrer das bestätigt. Und dann trage ich mir einen Kalender. Wenn meine Absenz drin ist, ist sie bestätigt. Dann kann ich ins Trainingslager gehen und den Lehrer, den wir haben, schreiben, dass ich fehle.